Kennst du das auch? Du liegst schon wieder viel zu weich. Also das kann so echt nicht weitergehen und darum baue ich aus dieser Schranktür ein Bett aus Nägeln. Da gibt's nur ein Problem. Ich habe keine Nägel, doch die kaufe ich mir jetzt. Dafür habe ich mich also in mein Auto reingesetzt und bin zum nächsten Baumarkt geflitzt. Dort angekommen, musste ich erstmal schauen, wo es denn überhaupt Nägel gibt, weil irgendwie war alles voll mit Schrauben. Ich habe dann die Nägel schließlich gefunden und mich für die 2 mm Durchmesser mit 40 mm Länge entschieden. Die habe ich eingepackt und bin dann wieder nach Hause geflitzt. Puh, also, ich bin vom Einkauf zurückgekehrt. Meine Ausbeute sind 3 Kilo Nägel. Und die werde ich jetzt verbauen. Ich weiß echt nicht, was ich mir da angetan habe. Um diese Nägel in dieses Brett zu bekommen, muss ich 1131 Löcher anzeichnen. Und genau das mache ich jetzt. Endlich bin ich fertig. Ich habe am Anfang jeden Punkt selber angezeichnet, bis ich gemerkt habe, dass man das Ganze ja auch mit einer Gitterlinie machen kann. Naja, und dann war ich auch echt schnell fertig. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich muss alle 1131 Löcher vorbohren. Dafür benutze ich meinen Akkuschrauber. Und ich bin fertig. Alter! Jetzt habe ich richtig Rückenschmerzen, ich sag's euch. Tja, und ich würde sagen, jetzt stecke ich mal die ganzen Nägel da rein. Dafür nehme ich mir natürlich 1131 Nägel aus der Verpackung und die sehen richtig spitz aus. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht. Naja, und die muss ich da jetzt durchstecken. Ich habe da schon ein paar reingesteckt. Naja, und so sieht das Ganze dann von der Seite aus, also richtig schön scharf. Ob ich mich da drauflegen soll, das weiß ich ja noch nicht. Und direkt beim dritten sieht man einen kleinen Punkt, also die Dinger sind scharf, man muss aufpassen. So sieht es jetzt aus. Es ist auf jeden Fall ganz spitz. Allerdings sind die Nägel natürlich nicht fest. Die sind dann nur so durchgestochen. Und das muss ich natürlich jetzt fixen. Und das mache ich, indem ich hier auf diesem ganzen Holzbrett ein anderes Holzbrett drauflege und das natürlich festschraube. Und ich hoffe, dass dann alles fest sitzt und kein Nagel mehr rumwackelt, weil ich glaube, dann kann man sich ziemlich verletzen. Darum nehme ich jetzt diese Holzplatte. Ich habe noch eine davon. Die kommt hier rauf auf die andere Seite. Jetzt darf ich natürlich nicht rumwackeln, weil wenn das Holzbrett runterfällt, dann bin ich am Arsch. Dann könnte der Tisch kaputt gehen und das ganze Brett fällt auseinander. Also, ich muss sehr, sehr aufpassen. Ich glaube, ich werde jetzt so rum reinbohren. Und fertig. Das hier ist jetzt das Nagelbrett. Leider sind die Nägel alle noch ein bisschen wackelig, weil ich zu dünne Schrauben habe. Aber das macht das Ganze ein bisschen spannender. Außerdem habe ich mir hier ein Gestell gebaut. Damit lasse ich mich gleich ganz vorsichtig runter. Und jetzt nehme ich hier das Nagelbrett und lege das erstmal ganz vorsichtig auf den Boden. So, wir haben hier ja schon einen kleinen Abdruck. Zack, zack. Jetzt nehme ich das Gestell und leg das hier vorsichtig hin. Und jetzt seht ihr auch schon, was ich damit vorhab. Hier werde ich mich gleich festhalten und dann lasse ich mich ganz vorsichtig runter. Und warum das Ganze überhaupt funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Also in der Theorie ist das Ganze echt einfach, denn das ganze Körpergewicht ist auf alle Nägel verteilt und dadurch ist der Druck so gering, dass der Nagel halt die Haut nicht verletzen kann. Ich habe das Ganze jetzt einmal hier mit ein paar Reißzwecken an einem Blatt Papier aufgemacht. Da ist das Nagelbrett natürlich nicht so schön sauber geworden. Hier fallen die ganze Zeit ein paar Nadeln raus. Ich nehme jetzt einfach mal einen Luftballon und knall dagegen. So. Und zack, der ist geplatzt. Also, wir hatten einen einzigen Luftballon, der auf einen einzigen Nagel war. Ne? So konnte sich das Gewicht natürlich nicht verteilen. Es hat sich komplett auf einer einzigen Nadel verteilt. Wenn ich mir jetzt allerdings einen Luftballon nehme und hier auf meine ganzen Dinger drauf drücke, wird er natürlich auch irgendwann platzen, ist ja glasklar.
Allerdings erst, wenn ich da genug Druck drauf ausübe, denn jetzt kann ich mehr Druck drauf ausüben, als hätte ich nur einen Nagel. So, also ich nehme mal hier das Ding und kann so ein bisschen drücken und er wird gleich platzen, aber jetzt ist er schon mehr gedrückt als der Nagel gerade und ja, es sieht schon sehr gut, ich drücke schon richtig und ja, boah, ohne Scheiß. Weiter traue ich mich nicht, sonst haue ich mir gleich die Hand hier drauf. Also ich drücke jetzt nochmal mit dem Handy drauf und ihr seht, mein Handy ist richtig platt und ohne Spaß, ihr seht, wie fett man drücken kann, ohne Spaß. Also, das ist eine richtig gute Demonstration des ganzen Experiments. Also, je mehr Nägel ich habe, desto mehr Kraft bzw. Gewicht kann ich ausüben, ohne mich zu verletzen. Und im Modell ist das ja alles schön und gut, aber hier habe ich ein richtiges Nagelbrett und das ist auch richtig scharf. Wenn ich mich da jetzt falsch drauflege, dann zerreißt das meinen kompletten Rücken. Stellt euch mal vor, ihr wärt diese Honigmelone. Wenn ich euch hierauf jetzt fallen lasse, dann wird die voll zerfetzt. Ich zeige euch das mal. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass genau das hier mit meinem Rücken passiert, weil dafür ist mir der echt zu schade. Also im kleinen Versuch hat alles funktioniert, aber als ich das dann hier mit der Frucht und dem richtigen Nagelbrett getestet habe, da habe ich auf jeden Fall schon Zweifel bekommen. Jetzt habe ich aber alles aufgebaut, darum möchte ich das auch testen. Also ich kletter jetzt hier einmal in mein Gestell rein. Ich lege mich jetzt ganz vorsichtig hin. Wenn da jetzt was bei schief geht, dann reiße ich mir den kompletten Rücken auf und dann muss ich ins Krankenhaus. Also da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. Also das muss ich jetzt auf jeden Fall sehr genau durchziehen. Also ich gehe jetzt erstmal ganz vorsichtig in die Hocke, weil das hier ist richtig spitz. Wenn ich da jetzt so mit meiner Hand draufhauen würde, dann hätte ich 1000 Löcher in der Hand, ganz ehrlich. Das sind ja auch 1000 Nägel. Also so, ich bin jetzt echt vorsichtig. Ich habe schon ein bisschen Angst. Aber im Modell hat ja alles funktioniert. Von daher lege ich jetzt meinen Kopf hier ganz vorsichtig drauf. So. Und dann, aua, lasse ich mich runter. Gehe mit meinem Bein, aua, gehe mit meinem Bein nach vorne. Ich stütze mich immer noch so ein bisschen mit der Hand. Das seht ihr vielleicht. Und jetzt nehme ich die erste Hand weg. Und jetzt auch die zweite Hand. Jetzt liege ich komplett drauf, Freunde. Das tut auf jeden Fall richtig schön weh. Das zieht ordentlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die durch sind. Ganz, ich bin mir nicht sicher, ob ich die im Rücken hängen habe. Aber ich glaube, es geht. Also, es steckt nicht drin, aber es ist auf jeden Fall sehr scharf. Ich habe es überlebt, Freunde. Ich gehe jetzt schnell wieder nach oben. Oh. Film mal meinen Rücken ab. Boah. Sieht man das? Okay, Freunde. Also, ich habe es durchgezogen. Ich würde sagen, das war's. Ja, wir haben jetzt inzwischen Nacht. Ich habe heute einfach mal ein anderes Video probiert. Wenn es dir gut gefallen hat, schreib es gerne mal in die Kommentare. Wenn es dir nicht so gut gefallen hat, schreib gerne mal warum. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir dieses Video hier anschaust. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.